verstanden in allen Buden. Also kann man einfach nur sagen, wir sind bereit und auch bereit für mehr. Der Arbeitgeber sollte das deutliche Signal mitnehmen. Heute wird klar und deutlich, dass wir auch weitergehen. In schlechten Zeiten stehen die Stahlarbeiter immer zu ihren Betrieben. Und jetzt in guten Zeiten erwarten sie Anteil. Und zwar nicht mit Einmalzahlungen und mit langen Laufzeiten, sondern sie wollen 8,2% für 12 Monate. Das hat auch was mit Wertschätzung und mit Würde zu tun. 4,7% auf 21 Monate ist eine einzige Lachnummer. Die stecken sich die Gewinne ein und wollen uns mit Kleinkram abspeisen. Da lassen wir nicht zu, da werden wir bis zum Äußersten gehen. Wir rücken zusammen und ich glaube, das ist das, was der Arbeitgeber gar nicht vermutet hat, dass das eine solche Wirkung auf uns hat. Für uns alle ist einfach sehr, sehr schwierig. Viele haben Kinder, die wollen den Kindern auch irgendwas bieten oder müssen einkaufen. Es ist einfach kein Geld mehr im Portemonnaie. Es muss morgen Bewegung geben, sonst haben wir nicht nur Streit, sondern sonst haben wir Streik. Die Arbeitgeber haben es in der Hand, Sie haben es in der Hand, dass es dazu nicht kommen wird. Eigentlich ist die Stimmung gut bei uns, nur nach dem, was die Arbeitgeberseite da veranstaltet in den Tarifverhandlungen, ist die Stimmung gedrückt. Völlige Unverständnis über das Angebot, was da am Freitag auf den Tisch gekommen ist. Die Gewinnprognosen der Unternehmen werden nach oben angehoben und insofern erwarten die Beschäftigten auch ihren gerechten Anteil. Was wollt ihr? Dass wir auch jeden Monat merken, dass da was draufkommt, damit auch wir uns den Sprit noch leisten können, unsere Wohnung leisten können und uns auch noch was zu essen kaufen können. Wir als Jugend brauchen auch die 8,2 in der Tabelle, weil wir haben uns ganz lange noch was davon. Wir müssen noch 40 Jahre arbeiten und dementsprechend leisten wir auch einen großen Beitrag dazu. Die Belegschaft von Bremen weiß, was sie möchte. Wir wollen mehr Prozente. Und es liegt jetzt an den Arbeitgebern zu verstehen, die Kolleginnen und Kollegen meinen es ernst, wir brauchen mehr Prozente und weniger Laufzeit. Das Angebot mit 4,7 auf 21 Monate haben wir mit den Kolleginnen und Kollegen abgeschmettert. Was wollen wir? Bei ThyssenKrupp geht keine einzige Tonne raus. Heute werden wir dem Arbeitgeber nochmal klar und deutlich machen, dass das Angebot, das verbesserte Angebot, absolut nicht ausreicht. 8,2%, die wir fordern, sind definitiv gerechtfertigt. Und wir sind bereit, dafür auch auf die Straße zu gehen, wie heute, wie letzte Woche, und sogar zu streiken. 8,2! Wir sind heute mit dem Kollegen vom Warmband 1, KW 1 und MRW 1 hier, um den Arbeitgeber ein Signal zu senden, wenn morgen die Verhandlungen scheitern sollten oder das Ergebnis nicht in unser Gusto sein sollte, dann werden wir streiken. Was wollen wir? 8,2!